Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Anno 2205. So, und ich könnte theoretisch, nein, mache ich aber nicht, weil ich nicht weiß, wie das hier funktioniert, deswegen lass was mal. Ich möchte gerne ganz normal hier wieder da rein, richtig. Energiebedarf nicht länger deckbar. Bitte. Was brauchen wir dafür? 5, haben wir. Kriegen wir also hin. Dann machen wir mal hier so ein Teil hin. Richtig. So. Machen wir natürlich eine Straße hin. Irgendwie. Gucken wir mal, dass hier mal ein bisschen gerade ist. Als sonst. So. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. So. Und hier ist jetzt richtig warm. In der Ecke. Da wollen wir nochmal hier schauen, dass wir hier noch ein bisschen Häuser hinbauen. Also wir haben keine Dingens mehr. Kein Metallschaum. Oder whatever. Nein, Metallschaum ist es. 2 pro Häuschen. Können wir die eigentlich schon aufwerten? Könnte man. Achso, da brauchen wir Petrochemikalien jetzt. Okay. Und da brauchen wir so Iridium. Achso, das ist für andere Sachen. Aber nicht das, leider. Was ich meine. So, pass mal auf. Wie sieht das aus hier? Wir haben 2 Aluminium, 2 davon. Wie sieht das aus? Der braucht 3 Aluminium. Ich müsste aber leider hier eine hinbauen. Von denen. So. Denn es ist zu kalt sonst. Wie man ja auch sieht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Schnauze. Da muss ich eine bauen und da. Dann passt das. So. Komm, mach noch einen bitte. Danke. So, und dann ziehe ich die nämlich runter. Die Straße. Und dann baue ich hier noch 2 hin. Ne, 1 passt da sogar noch hin. Scheiße. Ja gut, dann ist das so. Quasi baue ich hier nur noch einen hin erstmal. Besser als nix. Ein paar Arbeiter brauche ich noch. So. Und hier kann ich auch noch welche hinbauen. Theoretisch. Pass auf, ich reiß die mal ab. Die hier. Weil die stehen kacke, muss ich sagen. Wir bauen hier auch noch welche hin. Was baue ich denn für eine Kacke momentan? Mann, bau die da hin. Und dann da. Oder hier. Hier müsste dann eigentlich auch noch... Ne. Auch nicht. Ah, wir haben genug Arbeiter. Cool. Dann muss ich die anderen da leider auch noch abreißen. Da hinten. Weil da zu kalt ist. Deswegen lassen wir das mal. Ihre arktische Siedlung wächst konstant. So. Die Personalanforderungen für die Docks ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. Ja. So sieht das aus. Olgason. So, können wir hier noch einen hinbauen? So. Sehr schön. Ja. Es geht rund. Was brauchen die? Warum Vitamindrinks? Neuroimplantate? What the fuck? So, wir bauen hier natürlich auch nochmal was hin. So. Wir können hier sogar auch wieder welche hinbauen. Denn der produziert auch Wärme. Cool. Konservennahrung. Macht auch Wärme. Braucht 3. Wenn man bedenkt, dass wir mitten in einer Schneewüste sind. Gemeinschaft, Vitamindrinks. Die könnte ich theoretisch natürlich rüberholen, wenn ich will. So, wir bauen aber erstmal in eine Konservenfabrik hin.
Was haben wir? Immer noch minus 2 Konserven. Das ist ja der Shit. Das ist ja der Shit. Wir können aber hier noch zwei Häuschen hinbauen. Erstmal. Wir könnten da unten eine Konservenfabrik reinballern, ne? Müsste eigentlich passen. Wenn ich hier noch einen hinbaue, müsste das passen. Achso, da brauche ich mehr Beschützer, okay. Da sind auch die Neuroimplantate. Da. Ah ja, die können wir hier bauen, alles klar. So, dann bauen wir hier noch eine Konservenfabrik. Die jetzt auf Null steht, lustigerweise. Ist natürlich schlecht. Weil den Mist... Ja, danke. Brauche ich diese Petrochemikalien für? Aber nehmen wir einen Küsten... Da ist noch ein Küstenbauplatz. Den wollen wir auch direkt mal mit einbeziehen hier. So. Warnung. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Ja. Was? Wie Produktionsquote? Mach fertig, du. Stümper, du. Ich bin ja dabei. Zu bauen, zu machen, zu tun. So. Kommt. Freunde der Sonne. Ich brauche viel mehr von dem Zeug, ey, von den Arbeitern. Aber die Wärme... Warum ist da jetzt wieder Wärme? Mann, dann geh weg. Ich hab gedacht, das funktioniert mal. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja. Ist ja in Ordnung. So, da bauen wir noch einen hin. Können wir hier lang? Ja. Dankeschön. Können wir hier nämlich auch noch einen hinbauen? Er ist ein bisschen jetzt verwinkelt alles, aber da kann ich leider nichts gerade dran ändern. An diese Bauweise, weil wegen der Wärme halt. Kann ich jetzt nichts dran ändern. So. So, bauen wir hier noch einen hin. Wenn es denn soweit ist. 27 Arbeitskräfte fehlen noch. So, halt nur ein bisschen abwarten. Da fehlen schon wieder Konserven, ich glaube nicht. Ja, weil zu wenig Arbeiter da sind, klar. Ich bin ja dabei. Wenn da mal welche da kommen sollten. Vielleicht. Wenn sie mal gnädig sind. Und mal hier welche einziehen. Was denn los? Los? Kommt? Kommt zu mir. Wir sollten mal hier noch gucken. Hier können wir, glaube ich, noch einen hinbauen, oder? Ne. Verdammt. Da kommen wir nicht hin. Da auch nicht. Hier können wir noch einen hinbauen. Da oben. Aber dann war es das, glaube ich. Ne, hier können wir noch einen hinbauen. Aber dann war es das. Ne, hier. Auch nicht. Das wird natürlich jetzt gleich schwierig. Weil wir haben einfach zu wenig Arbeiter. Das ist natürlich ein Problem. Kleines, aber feines. Von dem warum kriege ich nicht mehr? Sektorversorgung minus 27. Ich brauche mehr Arbeiter. Kriege ich aber irgendwie nicht hin, weil ich keine Wärmequellen mehr habe. Außer hier unten vielleicht. Warte. Ne, das ist zu wenig, da auch. Verdammt. Das krieg ich überhaupt nicht hin hier. Immer noch Minus. Immer noch Minus. Hier komme ich nicht hin. Ja, da ist zu wenig Wärme. Oder ich baue die einfach jetzt dahin. Und hoffe, die... Warum kriege ich keine Leute mehr? Was ist denn los? Der Ort ist
nicht schlecht, aber das beeindruckt niemanden. Warum kriege ich hier keinen? Achso. Achso, ich muss ja den Raumhafen verbessern, sehe ich gerade. Ups! Sehr gut. Klima, die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr kratze. Warnung. Klimastabilisatoren-Netzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt. Ja. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Jetzt greift er auch noch an hier. Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Sie sind dafür verantwortlich. Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbital Watch durch. Oder zerstören Sie sie, wenn Sie müssen. Erreichen Sie die nächste Firmenstufe. Raumhafenerweiterung genehmigt. Tja, komme ich nun gerade nicht hin, weil ich keine Dingens hier habe, vernünftig. Keine Arbeiter. Ich kriege keine Arbeiter. Nix ist. Guck mal, da liegt was. Wie ist denn da? Ich hoffe, Sie haben unsere Bauvorschriften gelesen. Ruhe. Fisch habe ich plus 3. Dann brauche ich eine Konservenfabrik wieder. Die baue ich mal rotztrocken hier hin. So, und hab dann immer noch nur minus 1. Wobei jetzt wieder ein paar neue kommen, ne? Arbeiter. Jetzt wieder minus, immer noch minus 1. Das heißt, ich brauche gleich noch eine. Ach ne. Jetzt kann ich auch die Dinger bauen hier. Aha! Sehr schön. Ich brauche aber, glaube ich, mehr Fisch. Ich könnte mehr Fisch nicht, aber. Gebrauchen. Aber ich muss dich warnen. Man wird auf dich schießen. Jetzt nicht. Mann, geh mir jetzt gerade nicht am Sack. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So, dann machen wir da auch noch Wärme. So. Jetzt habe ich kein Metall mehr. Ist ja wieder der Shit. Also da brauche ich dieses Moli. Achso, da brauchen wir sogar einen Bergbauplatz für. Das ist ja frech. Habe ich noch einen hier? Jetzt sag mir nicht auf der anderen Seite irgendwo. Da ist glaube ich einer, oder? Ja, hier ist einer. Sonst habe ich keinen mehr, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Außer da. Boah, ist halt weit weg. Das ist aber weit weg. Und so weit nicht so ganz so wärme. Weißt du, das Stückchen da, ey, das gibt mir schon wieder aber eher sowas. Da kann ich hier noch eine Straße. Oh, da kann ich eine Straße machen. Warte mal. So, jetzt kommt das. Aber doch nicht. Schade. Ich hoffe, das klappt. Scheinbar nicht. Scheiße. Aber warte mal, ich kann das auch anders machen. Warte. Was sagt er jetzt? Geht doch. Verarscht habe ich ihn. So. Sieht er nämlich aus. Nicht anders. Und hier ist unzureichend überall, ne? Natürlich ist er überall so unzureichend. Ist ja nicht so, als ob da wenigstens ein bisschen wärmer ist. Wie sieht er aus? Plus 1, sehr gut. Plus 1 ist schön. Dann warten wir mal bis auf die 8. Warten wir jetzt mal ab. So, dann bauen wir mal hier schon mal ein Sträßchen rüber. So, bis da hinten. So ungefähr, so. Und dann machen wir gleich nämlich hier das Ding. Jo! Rums! Sehr geil. Und wir haben schon wieder zu wenig. Mal.
So wenig Mitarbeiter für dieses Land. Schade. Freunde der Sonne. So ein Ärger. Aber da wir Wärme brauchen, kann ich ja im Prinzip hier einen hinbauen und hier dann an. Ne, kann ich nicht. Boah. Was ist denn da los hier? Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für ja. Anforderungen. Ja. Ja. Dann sparen wir erstmal die 5. Ah. Stellen wir dann hier hin. 1. Ist ja gut, schreiben wir nicht an. Hauptsache, wir kriegen jetzt genug Dingenskirchen hier. Metall und so weiter, natürlich. Meine ich. Komm, bitte. Einen noch. Ja? Bitte? Ja? Danke. Sehr gut. Das wollte ich doch. So, jetzt müssen wir gleich wieder ein paar Wohnhäuser. Ah, guck mal, hier kann ich auch noch welche. Ach, hier kann ich ja auch noch welche hinbauen. Mein Gott. Stimmt. Aber ich will erstmal hier welche hinbauen. Da kann ich noch mindestens 2 bauen. Hier oben. An dem Teil. So, einmal. Habe ich. Ne, Konserven habe ich noch genug. Schon mal sehr gut. So. Energie lässt gerade auch zu wünschen übrig. Ein bisschen. So. Da wart jetzt das mit den Gebäuden, also mit den Häusern. Ist ein bisschen schwierig hier über Arktis zu bauen, muss ich sagen. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Können auf jeden Fall bis hier oben bauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Arbeiter. Arbeiter! Spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig? Quatsch dir keinen Heißen, aber was ist denn los mit dir, Olle? Hammer. So. Kriegen wir jetzt Plus? Ja. Sehr gut. Wir kriegen Plus. Wir kriegen Plus. Das ist halt echt ein Problem, das Ding, ne? Aber so, dafür muss ich ja halt diese Petrochemikalien haben, weil wir damit natürlich unsere. Achso, da fehlen noch 1000, ja fast 1000, naja, nicht ganz 1000 Einwohner für. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Da brauchen wir 8 Metallschaum für. Metall können wir natürlich leider nicht mehr machen, gerade. Weil wir nur einen von denen haben. Jetzt gerade. Leider. Aber gut, dann ist das so. Könnten natürlich mal gucken, ob ich noch irgendwo ein zweites hinbauen könnte von den Teilen. Haben wir denn für einen Bergbauplatz hier oben? Ja, nö. Natürlich nicht. Hey, cool. Jung, 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 jung. Jetzt würde ich das Wasser ziehen. Wir haben keinen Bergbauplatz mehr. Das ist hügelig wie Sau hier. Wir haben ja nur die 3 Stück oder 4 Stück, was das jetzt waren. 3 waren es. Hammer. Ich hätte ja eh mit einem gerechnet, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Macht die auch Wärme? Jo. Dann können wir die eigentlich hier unten so hinsetzen, oder? Oder hier? Nee. Doch hier eigentlich. Könnten wir hier hinsetzen eigentlich. Machen wir auch. Da setzen wir sie hin. Für diese Kiste. So. Ey, wir kriegen zu wenig Konserven. Wir kriegen zu wenig Konserven. Frech, frech, frech. Und dann müssen wir da unten wieder ein paar Fischis haben. Fischis! Fischis! Komm! Bau Fischis! Zack! Ran da! So, und den Konservenfabrik, die nächste baue ich hier. Was? Ja, und? Was soll ich dagegen tun? Kann ich nichts machen, gegen machen. Oh. Energiemangel, ich breche ins Essen. Schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Was ist das jetzt?
Ach, das ist ein Gemeindezentrum, okay. Achso, da brauche ich 10 Dinger für, okay. Ja, das kann ich ja gleich noch bauen. 10 Stück Kriecher habe ich ja gleich. Jetzt habe ich zu wenig Energie. Ey. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Kann man Energie transferieren hier irgendwie? Von da nach da vielleicht? Von gemäßigt? Die brauchen wir auf jeden Fall. Da. Und Zielsektor. Ja. Raumhafen Ausbaustufe zu niedrig. Raumhafen Ausbaustufe ist zu niedrig. Hört auf zu heulen, ey, Jammerlappen. Mann. Ich könnte natürlich jetzt auf anderen Inseln könnte da die Dingens, die Einwohnerzahl pushen, damit wir da die nächste Stufe erreichen. Das werde ich auch, glaube ich, machen. Aber ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen, ey. Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also die Art des Kämpfens hier bei dem Spiel ist zwar jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so toll, finde ich jetzt. Ja. Erstmal die Gemeindezentrum hier bauen. Der braucht auch Energie. Scheiße. Hat sich gerade erledigt. Gebiet gesperrt. Ich sperre dir gleich auch mal das Gebiet. Was? Was ist denn da los hier wieder? So. Schmutzpuckel. So. Bisschen Wärme hier. Gebiet ist gesperrt. Mein Gebiet ist gesperrt. Machen wir jetzt ganz einfach. Warte mal. Gehen wir da rüber. Jetzt bauen wir da mal kurz unser Volk ein bisschen aus hier. Damit wir 6500 Einwohner kriegen hier. Geht ja gar nicht. Voll die Viecher geil, läuft sogar weiter da oben. Das ist das Coole. Weil das wohl direkt zusammenhängt, die beiden. So, pass mal auf. Machen wir jetzt mal ganz easy hier. Hört mal die ganze Kacke auf hier. So, zack, zack. Dann nicht. Hey. So. Was? Beförderung nicht möglich. Jammerklöns. Ihr seid nur am Jammern. So, dann bauen wir mal ein paar Dinger hier noch aus. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Nein, also Neuronplatte. Die habe ich nicht, weiß ich. Dauert noch ein bisschen. Freunde. Wo ist meine Wald hier weggeroden? Entschuldigung. So. So, dann wollen wir mal ein paar Einwohner noch holen hier. So. So, dreimal aufwerten hier. Zack, zack. Zack, zack. Gut, dass wir die los sind. Wir haben die Hauptstabilisatoren. Und Firmenschuhe gestiegen. Orbital Watch kontrolliert noch zahlreiche kleinere. Aber vorerst sind wir sicher. Ich muss zugeben, ich habe sie falsch eingeschätzt. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. So sieht das aus. So. Dann würde ich wie immer sagen, weil die Folge schon wieder vorbei ist, wir haben es geschafft, wir haben die Arktis jetzt, wir haben die Arktis jetzt besiedelt schon mal und wir sind dabei. Als nächstes geht natürlich weiter in der Arktis, wir müssen den Raumwaffen weiter ausbauen, wir müssen, jetzt nicht. Wir müssen natürlich hier weitermachen. Das Geile ist halt, das läuft weiter, wenn wir wechseln. Das ist richtig cool gemacht eigentlich. Wir können jetzt hier mal die Energie mal ein bisschen pimpen. So.
So, jetzt haben wir die Energie ein bisschen gepimpt und fertig. Dann werden wir den hier auch noch ein bisschen pimpen, weil viel mehr haben wir von denen ja nicht. So, wir haben jetzt plus 12 Aluminium. Das heißt, wir können noch von denen ein paar bauen. Könnten wir natürlich immer ein bisschen anbauen, aber das kriegen wir leider nicht hin, so wie es aussieht. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, komm. Aber jetzt werde ich die Folge beenden, wie immer. Und wie immer sage ich euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Anno 2205. Tschüssingen.